Narzissten sind Emotionsjunkies. Sie provozieren Menschen, damit sie eine Emotion aus ihnen bekommen. Sie massakrieren und penetrieren Menschen verbal, physikalisch, sexuell, egal wie. Die wollen eine Reaktion von dir. Sie sind neidisch auf dich und deswegen, keine Ahnung, wirst du vielleicht physikalisch ausgenutzt oder angegriffen. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Ich will nicht zu sehr auf die Fresse hauen, aber die kalte Wahrheit ist, diese Menschen sind Manipulatoren. Diese Menschen können nur andere Menschen schaden. Diese Menschen sind für nichts Gutes da. Diese Menschen wissen nur Schlechtes zu tun. Diese Menschen haben nichts Gutes in sich und deswegen gehen sie raus und sind so negativ zu anderen Menschen und so manipulativ und so unempathisch und richtig toxisch einfach. Diese Menschen haben keine Gefühle, diese Menschen haben keine Emotionen, diese Menschen können nicht sich in andere Menschens Lage versetzen und diesen Menschen verstehen. Die wollen nicht mal diesen Menschen verstehen. Sie denken nur an sich selbst, sie denken nur an ihre eigenen Bedürfnisse, an ihre eigenen Vorlieben und das macht diese Menschen sehr unattraktiv über die Zeit hinweg. Wenn du diese ganzen Fakten ignorierst, wirst du trotzdem über diese Zeit hinweg sehen, dass diese Menschen für nichts Gutes da sind, dass du diese Menschen in deinem Leben einfach nicht gebrauchen kannst, dass diese Menschen in deinem Leben einfach keine gute Rolle spielen. Und je mehr du dich mit diesen Menschen umgibst, desto mehr wirst du das feststellen, dass du die ganze Zeit ausgenutzt wirst, dass du die ganze Zeit verbal, mental, physikalisch sogar angegriffen wirst. In jeder Lage, vielleicht wirst du sogar noch sexuell ausgenutzt. Von egal wem. Narzissten sind für nichts Gutes da. Sie können nur schaden. Sie können nur Schaden anrichten. Die haben kein Herz, die haben keine Seele, die haben kein Gewissen, die haben einfach keine Menschlichkeit in sich. Weil ein wahrer Mensch, der hat Gefühle, der hat Emotionen, der gesteht sich seine Fehler ein und weiß, wenn er was falsch gemacht hat, dass er es dann gerade biegen muss, dass er sich entschuldigen muss oder sonst irgendwas. Aber diese Fake-Menschen, diese narzisstischen, egoistischen, Menschen, die nur Schaden anrichten, wie es der Name schon sagt, narzisstischen Menschen, die Schaden anrichten. Sie können nur Schaden anrichten, sie können nur Böses tun. Und das ist, warum sie irgendwann auch ihr Karma bekommen werden. Sei geduldig, du musst nichts tun, du musst dich einfach nur nach hinten lehnen und zugucken, oftmals, weil diese Menschen sich selbst gefährden werden. Diese Menschen werden sich dann auf einmal hörst du Stories von wegen, ja, du hattest eine Partnerschaft, eine Beziehung mit einem Menschen und auf einmal aus dem Nichts oder ja, auf einmal aus dem Nichts hat dieser Partner oder Ex-Partner, weil oftmals ist es so, dieser Ex-Partner auf einmal 2 Wochen später einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Warum wohl? Warum ist das wohl so? Weil sie untreu sind, weil sie ständig mit anderen schreiben, weil sie immer Validation, weil sie immer Aufmerksamkeit brauchen von einer anderen Person. Das ist, warum du diesen Menschen niemals vertrauen kannst. Das ist, warum ich will heute mit diesem Video nur sagen, vertrau dir selbst und vertrau niemals einem Narzisst, weil diese narzisstischen Menschen zeigen durch ihre Taten, dass sie nicht gut für dich sind. Und du ignorierst das vielleicht die ganze Zeit. Sie ohrfeigen dich, nur weil du gerade irgendwie die Wahrheit aussprichst, weil sie die Wahrheit nicht ertragen können.
Sie, wie gesagt, nutzen dich sexuell aus. Sie nutzen dich mental aus. Sie nutzen dich in jeder Hinsicht aus. Sie geben dir leere Versprechungen. Deswegen, ich will dir nur damit sagen, diese Menschen sind fake. Diese Menschen sind einfach nur falsch. Die nutzen die ganze Zeit andere Menschen aus zu ihrem Vorteil und haben keine Emotionen, haben keine Empathie, haben keine Gefühle, um sich für andere zu interessieren, um auch nur andere Menschen zu verstehen, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Das ist nie ihre Intention. Ihre Intention sind nur sie selbst. Sie wollen nur, dass sie selbst glücklich sind. Und auch wenn das heißt, andere Menschen unglücklich zu machen, Hauptsache, sie sind glücklich. Hauptsache, sie haben das, was sie wollten. Verstehst du, was ein Narzisst ist? Hört sich das gut an? Hört sich das nach einer wunderbaren Beziehung an zu so einem Mensch? Lass dir das durch den Kopf gehen. Peace.